Moin Leute, lang ist es zum gefühlten tausendsten Mal her, aber ich, euer lieber Xemnas, begrüße euch mit meiner zarten Stimme wieder zu einem Labervideo. Ja, ich weiß, meine Stimme vermissen nicht viele, oder vielleicht doch? Schreibt es mal in die Kommentare. Als das letzte Mal ein Labervideo kam, war am 8. Oktober letztes Jahr, also ist es schon eine ganze Weile her. Hey, ich ziehe richtig durch. Nicht. Aber ich versuche es mal wieder. Zum gefühlten tausendsten Mal, wie am Anfang gesagt. Aber ich will jetzt nicht wieder einen halben Vortrag halten, bevor ich endlich anfange. Darum legen wir los. Wie im Community-Tab angekündigt, schaut da unbedingt rein, es ist lebenswichtig, habe ich eine Cell-Story angekündigt. Und zwar, wenn er gegen die Z-Kämpfer gewonnen hätte. Es wird wieder eine Erzählstory sein, die ich wieder in mehrere Teile machen werde. Wie viele das am Ende sein werden, naja, das weiß ich halt selbst überhaupt gar nicht. Geplant sind so immer 3 bis 4 Minuten. Ich bin halt eher ein Fan von kurzen und knackigen Videos. Der erste Teil wird vielleicht so 5 Minuten gehen, da halt eben der erste Teil ist und wegen den Erklärungen vom Anfang. Ach, ist mal wieder schön einfach aufzunehmen. Ach, wie oft ich diesen Spruch schon gesagt habe. Ganz nebenbei würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben bei dem Video freuen. Ehrenlos natürlich, wer kein Like gibt. Hier auch wichtig zu erwähnen, nein, hier geht es nicht um den Dragon Ball Multiverse Cell. So, dann beginnen wir auch mal und zwar an dem Punkt, wo Cell alle Z-Kämpfer getötet hat. Wie? Was? Das geht euch zu schnell? Na gut, dann beginnen wir doch lieber etwas früher. Und zwar beim Kamehameha-Clash zwischen Cell und Son Gohan. Das ist halt einfach der beste Zeitpunkt, wo man hier anfangen kann. Son Goku hat ja auch zu Son Gohan gesprochen, um ihn zu unterstützen. Es ist wie in Dragon Ball Z gleich abgelaufen, bis zu der Stelle, wo Vegeta Cell angegriffen hat. Cell war nach Vegetas Angriff sehr erschrocken und das hat Son Gohan ausgenutzt. Naja, mit der Hilfe seines Vaters natürlich, der gesagt hat, dass Son Gohan feuern soll. Hier war es aber anders. Cell schaute nur lächelnd zu Vegeta und sagte, da kitzelt mich ja noch einer am Rücken. Was eigentlich sogar an der Stelle logischer gewesen wäre, aber ja, ist ja natürlich klar, Cell musste ja besiegt werden. Ist halt der gleiche Fall wie in allerersten Broly-Movie, da hat Son Goku ja auch auf komplett unlogische Weise gewonnen. Und zwar mit der Energie seiner Freunde, also seine Freunde, die schon alle geschlagen am Boden waren, also welche Energie, aber okay, das Thema hatte ich ja gefühlt schon 10 Mal oder so schon gehabt. Aber okay, kommen wir wieder zur eigentlichen Sache. Cell benutzte kurz nur eine Hand für das Kamehameha, um in Vegetas Richtung zu feuern und er traf ihn auch. Und es würde für mich auch keinen Unterschied machen, ich meine, Son Gohan hat ja auch nur einen Arm benutzt. Nachdem Vegeta weggefeuert wurde, ging das Kamehameha-Clash weiter und Cell gewann immer weiter die Oberhand. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Son Gohan die Kraft ausging, die anderen Z-Kämpfer feuerten auch weiter auf Cell, aber leider ohne Wirkung, Cell war einfach viel zu stark. Leider war Son Gohans Ausdauer am Ende und er konnte nicht mehr feuern. Cell hingegen war natürlich noch fit und so gewann er dann auch gegen Son Gohan und er wurde dann halt getötet. Die anderen Z-Kämpfer waren sehr verzweifelt, verständlich. Aber an der Stelle natürlich auch. Son Goku war tot und auch Son Gohan war tot, die beiden stärksten Kämpfer der gesamten Erde. Okay, den wirklich stärksten Kämpfer der Erde dürfen wir nicht vergessen und zwar den Held der Herzen, Mr. Satan. Nützlicher als Yamshu ist er allemal. Ach, ich habe die Yamshu-Jokes so vermisst. Cell konnte nun ungehindert alle Z-Kämpfer töten, aber wollte er es auch so machen? Nein, wollte er nicht. Er wollte es lieber etwas lustiger gestalten. So hat Cell einen weiteren Cell Junior erschaffen, seinen 8. oder auch 9. wenn man nach dem Anime geht. Wie man ja weiß, ist ja auch schon sehr bekannt, gab es ja einen Fehler dort, dass Son Gohan dort 8 Cell Juniors erledigt hat. Dieser Cell Junior war aber ein ganz anderes Level als die 7 davor, denn dieser konnte auch die Super Perfect Form oder halt den Super Saiyajin 2. Cell sagte zu seinem kleinen Cell Junior, dann amüsiere dich mal, aber töte sie nicht, ich habe mit ihnen auch etwas vor. So ging Cell erstmal zur Seite und schaute nur lächelnd zu. Krillin benutzte hier die Sonderattacke, wodurch der Cell Junior auch geblendet wurde, danach feuerte Krillin noch einen Energiediskuss auf ihn. Leider ist ja das gleiche wie bei Cell damals passiert und zwar der Energiediskuss hatte gar keine Wirkung auf den Cell Junior. Cell Junior reibte sich immer noch die Augen und Piccolo wollte seine Chance auch nutzen, so feuerte er eine Höllenspirale auf ihn ab. Die hat ihn zwar getroffen, aber nur umgeworfen, mehr leider nicht, es hat gar keinen Schaden angerichtet. Cell Junior stand danach auf und kicherte einfach nur. Er schaute in die Luft, wie noch etwas auf ihn zukam, es war ein Final Flash von Vegeta. Im Gegensatz zu dem Cell Junior, der das Final Flash in der Luft aufgefangen hat, ließ er sich hier aber einfach treffen. Vegeta dachte, er hat ihn nun besiegt, aber der Cell Junior stand auf, als wäre nichts gewesen und der kicherte einfach weiter. Alle Z-Kämpfer griffen ihn an, aber sie hatten halt einfach leider gar keine Chance. Es war ein Kampf, den sie nicht gewinnen konnten und dabei war es nur ein Cell Junior und nicht mal Cell selbst. Er schaute gemütlich von der Seite aus nämlich nur weiter zu. Alle Z-Kämpfer waren nun geschlagen am Boden und K.O. Bis auf Vegeta, er schaute zu der Leiche von Trunks und erhob sich noch ein letztes Mal. Ein weiteres Mal ladete er einen Final Flash auf und feuerte es auf den Cell Junior ab, doch leider hat es wieder gar nicht
nichts gebracht gehabt. Der Cell Junior flog auf Vegeta zu und schlug ihn hart ins Gesicht, woraufhin Vegeta nun auch K.O. ging. Alle Z-Kämpfer waren nun geschlagen und es gab keine Hoffnung mehr für sie. Cell kam nun wieder und sagte, gut gemacht, mein kleiner Baby Cell, jetzt kann ich tun, was ich mit ihnen vorhatte. Doch was genau hat Cell überhaupt mit ihnen vor? Das erfahrt ihr erst im nächsten Teil. Wie am Anfang gesagt, würde ich mich natürlich selber ein Däumchen nach oben freuen und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!